2018 wird nicht nur das Jahr der Fußball-WM in Russland oder der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang, Südkorea. Auch die Formel 1 startet am 25. März in ihre neue Saison. Mit 21 Rennen, Start am 25. März in Australien, Ende am 25. November in Abu Dhabi, wird es ein Marathonjahr. Was ändert sich in der Königsklasse und was bleibt gleich? Der Bildüberblick. Die Superstars Lewis Hamilton, 32/Mercedes, Sebastian Vettel, 30/Ferrari, und Max Verstappen, 20/Red Bull, gehen alle wieder an den Start. Sie sind die Favoriten für den WM-Titel. Veränderungen gibt es nur weiter hinten im Feld, aber weitaus weniger als in den letzten Jahren. Sauber gibt Charles Leclerc, 20, eine Chance. Der junge Monegasse fährt mit Marcus Ericsson, 27, bei Sauber. Pascal Wehrlein, 23, muss gehen. Williams sucht noch einen Nachfolger für Felipe Massa, 36/Karriereende. Es ist das letzte offene Cockpit für 2018. Als Favoriten gelten Sergej Sirotkin, 22, und Robert Kubica, 33. Zuletzt gab es Gerüchte um eine Doppellösung, bei der sich beide den Job über die Saison teilen. Alle anderen Teams gehen mit unverändertem Fahrerpersonal in die Saison. Die 10 Teams der Saison 2017 sind auch 2018 wieder dabei. Einzig bei den Motorenherstellern wird fleißig durchgewechselt. McLaren wechselt zu Renault, Toro Rosso zu Honda. Sauber heißt in der neuen Saison Sauber Alfa Romeo und fährt mit aktuellen Aggregaten von Ferrari. Letztes Jahr muss Stegemann sich noch mit Motoren von 2016 begnügen. Gute Nachricht für alle Fans, alle wichtigen Traditionsstrecken sind auch 2018 dabei. Malaysia verabschiedet sich aus dem Kalender, dafür kommen mit Deutschland, Hockenheim am 22. Juli, und Frankreich, Le Castellet am 24. Juni, zwei wichtige Motorsportnationen zurück in die Formel 1-Welt. Der Grand Prix von Aserbaidschan rückt ins Frühjahr, weil der Bereich für die Boxenanlage am üblichen Termin im Juni für eine Militärparade gebraucht wird. Russland wechselt dafür zu einem Termin Ende September. Das Saisonhighlight in Monaco ist am 27. Mai. Nach den großen Änderungen 2014 und 2017 bleibt diesmal fast alles wie in der letzten Saison. Größte Neuheit: das Halo kommt. Die Mehrheit der Fahrer und fast alle Fans lehnen den Cockpitschutz Halo ab. Die FIA mit Präsident Jean Todt, 71, drückte ihn unter Verweis auf eine Verbesserung der Sicherheit dennoch durch. Jetzt bekommt jedes Auto einen Titanbügel über das Cockpit, der die Fahrer bei Überschlägen und herumfliegenden Trümmerteilen besser schützen soll. Weil das Halo zwischen 6 und 8 Kilo wiegt, steigt das Mindestgewicht der Boliden von 728 auf 733 Kilo. Folge: die Formel 1-Renner 2018 werden die schwersten Autos aller Zeiten sein. Weitere optische Änderungen: die Haifischflossen am Heck der Formel 1-Renner und die daran quer befestigten T-Flügel werden verboten. Nur für große Formel 1-Kenner wichtig: der kleine Zusatzflügel am Auspuff, Monkey Seat, ist 2018 ebenfalls verboten. Dazu überwacht die FIA in diesem Jahr das verwendete Öl der Teams im Motorbereich genauer. Letztes Jahr standen sowohl Mercedes als auch Ferrari am Pranger, illegal Öl in den Brennraum des Motors beigemischt zu haben, um die Leistung zu steigern. Dazu kommen Kleinigkeiten im Regelwerk: die Radmuttern müssen besser gesichert sein, um herumfliegende Reifen bei Boxenstopps zu verhindern.